Hallo zurück. Ja, ich bin wieder da und wir haben beim letzten Mal eine Umfrage gestartet per Handzeichen. Wollen wir diese Fabrik weiterbauen oder wollen wir Elvieries bauen? Elvieries hier, diese da, diese hier. Und ja, die Mehrheit hatte sich für Elvieries entschieden. So, habe ich auch noch nicht gebaut und gucken wir doch einfach mal, wie sowas funktioniert. Und dann können wir ja vielleicht den einen oder anderen, wir müssen mal gucken, wo wir den hinsetzen. Sollen wir die direkt hier irgendwie, wie groß sind denn die 3x3, ne? Ja, hier. Ja, dann können wir die doch hier hinsetzen. Das ist doch eine ganz gute Sache eigentlich. Ja. Wie sieht das aus? Die Kiste immer noch leer. Ja, wunderbar. Gut. Ja, trotzdem nochmal ein kurzer prüfender Blick runter in den Keller. Schauen wir mal. Oh. Oh, die Turbine ist fast hinüber. Die müssen wir mal austauschen. Ah ja, und hier, der Treibstoff ist auch fast leer. Dann füllen wir mal wieder nach. Oh, dann füllt sich das wieder auf und das kann arbeiten. Schön, schön. Das läuft auch alles wunderbar. Hier, die haben aufgehört zu funktionieren, denn ist ja alles voll. Ja, was ich mit so viel Creosote Oil anfangen soll, keine Ahnung. Ich hab's einfach. Einfach, damit ich's hab. So, aber, Moment. Ich muss da wohl ständig immer mit zum, rüber an den Carpenter oder sowas gehen, ne? So, ME Access Terminal. Habe ich das eigentlich hier drin? Ne, wir brauchen eine Conversion Matrix. Dann brauchen wir ein ME-Kabel. Dann brauchen wir das erstmal nicht. Haben uns dagegen entschieden. Glas und Eisen. Und Eisen. So, dann lass uns das doch mal bauen. Und Glas. Und wir haben ein ME Access Terminal. Dann kommt das wieder zurück. Und dieses ME Access Terminal hätten wir uns eigentlich auch mal als Pattern machen können, weil das können wir ja im Prinzip überall dran hauen, auch da hinten. So, das kommt aber mal hier unten hin. Also hier irgendwo hin. Direkt hier. Ach komm, ist egal. Einfach hier rein, ist ja egal. Macht ja nichts. Denn für die Elvieries brauchen wir... Weil wie viel brauche ich denn? 9, 18, 27. Ich weiß gar nicht. Muss die Mitte frei sein oder ist die Mitte auch bedeckt? Ich weiß es nicht. Ich baue das einfach erstmal so, als würde ich da 27 Stück von brauchen. Also Impregnated Casings brauchen wir. Dafür brauchen wir einfach erstmal nur Holz. Na gut. Das kriegen wir hin. So, 1, 2, 3, 4, 5. Impregnated Casings. Merp, aber nicht so. Ach ja, im Carpenter. Na klar. Wo haben wir denn den Carpenter stehen? Da. So, Carpenter und Seed Oil brauchen wir da.
Seed Oil haben wir hier. Jetzt könnten wir uns ein paar Buckets mitnehmen. Und etwas Seed Oil abzapfen hier. Seed Oil. Hallo? Kriege ich nicht jetzt hier raus? Ich dachte, geht nicht. Na toll. Warte mal. Ich weiß gar nicht, wir könnten uns doch auch irgendwie hier diese Wachskapseln oder so herstellen, ne? Wie machten wir das? Hab ich auch noch nie gemacht. So, ne, das haben wir, einen Wachscast. Okay. Also Wachskapseln, ach so, okay. So, wie viele brauchen wir denn? Nehmen wir einfach mal irgendwie so 12 Stück, ist ja total egal. So, dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Ah, das geht. Gut, dann kommen die jetzt in den Carpenter. Schön. Und dann machen die das hier voll. Ah, hat ja fast gepasst. Also, impregnated casings. Schön, schön, schön. Dann stell du mir mal ein paar her. Das dauert ja wohl eine Zeit. In der Zwischenzeit könnten wir weiterschauen. Wir brauchen scanted panelings. Dafür brauchen wir Honig im Carpenter. Aber wir haben nur einen Carpenter. Dann machen wir vielleicht noch einen daneben. Wie wäre das? This would be fine. Carpenter. Carpenter, hier. Sturdy Casing, Bronze und Glas. Sturdy Casing, Bronze und Glas. So, Glas. 1, 2. Und schon haben wir einen Carpenter. Das ging ja flott. So, dann hauen wir uns den Carpenter einfach mal peng hier dran. Und ärgern uns jetzt, dass der da steht und eventuell von der Maschine hier getroffen wird. Das ist doof, das wollen wir nicht. Carpenter. So. Was hier? Honig, das geht hier nur raus. Ja, okay. Das ist auch doof, das hätten wir auch nicht so haben wollen. Ach komm, was soll's, ist auch egal. So, ach entschuldige, du brauchst natürlich mehr Holz. Gut, Carpenter. Da kommt erstmal noch gar nichts rein, denn der braucht Strom. Ohne Strom arbeitet er nicht. Das können wir versuchen, wie wir wollen. Das tut er einfach nicht. Also brauchen wir Redgedöns hier. Redstone Energy Conduits. Nicht ins Loch. Gut. So. Du bist also voll. Das ist schön. Ja, dann machen wir das. Alviaries. So, scanted panelings. Wir brauchen Holz. Dann wollen wir mal gucken.
So, also wir haben Holz. Dann brauchen wir Royal Jelly, Pollen und Bienenwachs. Beides haben wir ja zum Glück. Also hier Royal Jelly haben wir jetzt schon eine ganze Ecke. Und Pollen auch. So, und dann brauchen wir noch mehr Wachs. Was ist das denn hier? Refactory Wachs, cool. So, und Moment, nee, das wollten wir eigentlich so nicht. Was brauchten wir hier? Honig, richtig? Richtig, Honig. Honig ist hier. Ah, okay, müssen wir jetzt alles per Hand machen. Seed Oil. Wo ist denn mein Honig? Ach, hier, Honig. Gut, Scanted Panelings. Ja, dann fang mal bitte an zu produzieren. Ich könnte vielleicht noch ein bisschen mehr Bienenwachs da reinhauen. Ja, nochmal Royal Jellies und nochmal Pollen. Pollen und Royal Jelly. Jeweils nochmal so einen Stack. Zack und zack. Nein, zack. Das hier nicht. Seed Oil. Seed Oil. So, wisst ihr was? Das kann jetzt hier erstmal laufen. Und während wir das jetzt hier produzieren, nutzen wir die Zeit und gehen dann trotzdem mal schon mal nach unserer Fabrik wieder schauen. Denn wir wollten ja den Fußboden da einziehen. Und dafür brauchen wir dieses hier. Okay, Landmarks haben wir noch. Ja, dann gehen wir da mal schauen. Ah nein, Moment. Wir legen uns erstmal eine Runde hin, ansonsten haben wir da wieder Monster ohne Ende. Gut. Ne. So. Also hier Alviary und so ist in Progress. So. Creeper ist Geschichte. Wie sieht's denn hier aus? Hast du mir jetzt mal die ganzen blöden Blätter hier abgemacht, die nicht zu dir gehören? Nee, hast du nicht. Aber so der Rest ist weg, ja. Dann ist ja gut, dann können wir hier... Können wir schon bald dann auch anfangen, dem ein Denkmal zu setzen? Oh. Ja, war klar. War so klar, dass du, blöder Creeper, mitten auf meinem Weg explodierst, wo ich hier nichts dabei habe, um das zu reparieren. Boah. Da kriegst du ja Hass bei sowas. Was soll denn der Scheiß? Meine Güte. Guck mal, wie der da aussieht. Voll die Assi-Gegend, in der ich hier wohne. Meine Güte. So, und was ist hier? Oh, ist klar. Tja, vielleicht hätte ich mir da ein paar Fackeln mitnehmen sollen. Oha. Da kommt Freude auf, Leute. Da kommt Freude auf. Oh, wie viel habt ihr denn noch? Ein bisschen, was habt ihr noch? Ja, komm, auf so Creeper habe ich aber keine Lust. Hilft ja nichts, ich muss ja da runter. So ein Scheiß. Boah. Party. Puh.
Tja, vielleicht hätte ich mir auch einen Bogen mitnehmen sollen. Ihr könnt es auch gegenseitig abschießen, das wäre fetti super. Richtig so. Hier drüben auch hinschießen, das kannst du auch mal machen. Nur nutzt ja nichts. Okay, nee, das traue ich mich nicht so. Ich muss definitiv erstmal was essen. Und gestärkt komme ich dann wieder, eventuell mit einem Bogen. Ja, das macht ja keinen Sinn. Also. Ein bisschen was zu essen, das tun wir mal zu Beginn. Ja, und dann, obwohl ich könnte mir auch noch Fackeln mitnehmen. Die zurück, die nehmen wir stattdessen mit, das kommt auch weg. Und ein Bogen! Ach komm, hier haben wir auch wieder, weißt du, so viel kaputte Bögen. Alle mal irgendwie eingesammelt. So. Ah nein, Moment. So, und Arrows brauche ich noch. Traumhaft. Ja. Jetzt können wir zurück. Außer hier natürlich. Hier ist andächtige Stille angesagt. Da dürfen wir nicht rennen. Ich stelle irgendwann mal ein Schild hin. Nicht rennen. Wow. Tja. Wow, Zombie Party. Du nervst mich ganz besonders. Hier mit den Zombies kommt man ja auch so ganz gut klar. Mein Gott, habe ich hier einen Spawner unten stehen oder was? Alles klar. So, vielen Dank. Moment. So, schaut euch mal an, was wir hier für ein Lichtlevel hatten. Ah, komm. So, alles schön hell. Ich wurde gefragt, was das denn hier für ein Mod ist, der das so schön anzeigt. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, der ist irgendwie hier, ich spiele mit dem Diewolf Pack. Irgendwas da drin macht das. Frag mich aber nicht was. Ich weiß es nicht. So. Gut. Aber wir brauchen dich. Und jetzt haben wir wieder keinen Platz. Ach, was tun wir denn stattdessen weg? Ja, so. Komm. So, lass uns mal die Landmarks setzen. Eins kommt dahin. Einer da. Und eine hier. So, perfekt. Und mein Filler kommt dann da auch hin. Und das Rezept reinlegen und die Steine reinlegen. Und er kann anfangen. So, in der Zwischenzeit sammle ich aber mal hier ein. Gut, während du baust, also du baust ja hier alleine, das kannst du ja schon wie ein Großer, zieht er mir jetzt da hinten die Blöcke ein und mal gucken, wie das aussieht. Wie gesagt, ich habe das als Fußboden noch nie gebaut. Ja, ist aber eigentlich gar nicht schlecht, oder? Also gefällt mir. Leuchtet so ein bisschen. Doch, ist traumhaft. Guck mal, sieht aus wie ein Flugzeug von hier, ne? Was da hinten fliegt. Ist aber nicht. Gehen trotzdem gucken. Sonst glaubt mir das wieder keiner. Wumm. Aber sah trotzdem aus wie eins. Sieht immer noch aus wie eins.
Guck mal. Ist doch ein Flugzeug. Ja. Die Aliens waren hier. Guckt euch das mal an. Die haben ihr Raumschiff hier gelassen. Ein Alien-Gleiter. Ja, wie cool. Und einsteigen und losfliegen. Juhu. Guck mal. Da ist meine Fabrik. Sieht schon gar nicht so kacke aus, ne? Komm, einmal im Turbogang nach vorne fliegen. Nee, schon so. Okay. So, dann müssen wir da noch die anderen Streben reinziehen. So, da unten wollen wir hin. Ich muss das mal umlegen, hier diese Taste. Gut, also, wie weit bist du? Wahrscheinlich hast du irgendwie keinen Honig mehr oder so, ne? War ja klar. 38 und du hast mir 30 gemacht. So. Dann kommt das mal hier rein. Honig. Scanted Panelings. Und Impregnated Casings. Stellen wir die doch mal her. Oder verarbeiten die mal weiter. Ja, wieder kein Platz im Inventar. Nee, jetzt extra so ein Crafting-Gedöns baue ich mir nicht. Nicht hierfür. Ah, warum habe ich denn das jetzt noch in der Tasche? Egal. So, also, was wollte ich denn? Gar nichts. Ich wollte das so machen. Vier. Na, da komme ich ja weit mit. Junge, Junge. Ja, deswegen braucht man viel von dem Material und viel Zeit. Viel Zeit. So, komm hier, hauen wir mal das ganze Zeug raus, was wir hier haben. Perfekt. 38, 39 mal Honig. Schön, schön. Und von dir. Ja, ich weiß nicht, ob wir von dir noch mehr brauchen. Ich hoffe nicht. Alviaries. So. Die könnte man natürlich jetzt auch noch mit so vielen schönen Dingen versehen. Machen wir aber auch erstmal nicht. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. So, hier kommen die dann hin. Und ja, während er baut, wie gesagt, dann, wir pendeln immer hin und her zwischen Fabrik und Bienen. Und aufpassen, langsam laufen. Ja, jetzt haben wir es gelernt. Ich könnte ja mal hier schon mal so ein bisschen anfangen. Ich glaube, ich werde das so pyramidenförmig, werde ich das um den Baum herum, werde ich das schön aufschichten. Am besten mit Diamantblöcken, einfach um die Erhabenheit dieses Baumes darzustellen. Guck mal, wir haben Kupfer gefunden. Also wenn wir irgendwann mal Kupfer brauchen, wir wissen, hier liegt's. Ja, jetzt lache ich. Mit Eisen ging's mir ja genauso. Ich habe oft genug gesagt, ach komm hier, scheiß was auf das Eisen, habe ich genug von. Hiha, so schnell kann's gehen, ne? Gut. Machen wir später weiter. Das ist echt dunkel hier. Boah, doch, aber guck mal, der Fußboden, der gefällt mir richtig gut. Doch, doch, das hat was. Das gefällt mir wirklich. So, aber ich könnte ja dann mal hier drüben weitermachen. Doch, guck mal hier, wie schön, wie schick das aussieht irgendwann. Traumhaft. Was ist los? Hast du kein Material mehr oder was? Oder einfach nur keine Lust zu arbeiten? Oder beides? Auch sein, ne? Nee, nur kein Material mehr. Dann werden wir uns da neu machen müssen. Creeper, geh weg, lass ja meinen Baum in Ruhe. Komm rein.
Nee, du nicht rein. Hallo, hinlegen. Danke. Gut, dann haben wir ja doch schon mal ein bisschen angefangen mit all dem, was wir machen wollten. Lasst mich doch mal eben gucken. Wo hatte ich denn? Hier hatte ich... Ach, ich habe gar keine Stonebricks mehr, ne? Ah, nicht wirklich viele. Schade, schade. Hm. 60. Das dürfte fast nicht reichen. Haben wir denn noch Cobblestone? Haben wir. Dann kommst du mal hier rein. Du kommst hier rein. Und dann machen wir uns da noch mal ein bisschen was von. Von dem Cobblestone. Und das verarbeiten wir dann weiter zu Stonebricks. Die, die dann wiederum hier reinkommen. Damit wir dieses hier bekommen. Ja, aber wir lassen das erstmal so ein bisschen laufen. Die Folge für heute ist dann jetzt eh gleich vorbei. Und ich habe schon wieder nichts zu essen. Ach ja. So, mein Stahlschwert ist bald hinüber. Oh, wir kriegen Besuch. So, dann füllen wir das mal eben hier ein, damit der weiterarbeiten kann. So, das könnte ja im Prinzip schon fast ausreichen. Wie viel Kohle habt ihr denn noch? Naja, gut. Ja, aber das war's, würde ich sagen, für heute. In der nächsten Folge haben wir dann vielleicht schon ein paar mehr von den Scanted Panelings und so hergestellt. Müssen wir einfach mal gucken. Ja. Oder nein, das läuft nicht weiter. Wir warten einfach bis zur nächsten Folge und stellen dann mehr davon her. So, und der läuft unermüdlich auch weiter. Das ist auch schön. Gut, Leute, Freunde, Freundinnen und wer auch sonst noch immer zuguckt oder auch immer noch zuguckt. Das war's für heute. Dann macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.